Imst, Tirol. Engagierte Züchter präsentieren ihre besten Braunvierrinder. Die Zuseher sind begeistert. Aber was macht wirklich den Erfolg dieser Rinderrasse aus? Braunvieh steht für funktionelle Kühe mit hoher Wirtschaftlichkeit. In Österreich wird beinahe ein Drittel der Rinder gealbt. Das stärkt die bereits genetisch bedingte Langlebigkeit und bringt in weiterer Folge den höchsten Anteil an Dauerleistungskühen. Die Vorzüge des Braunviehs sind der Gutmütigkeit, der guten Alm- und Weidetauglichkeit und besonders hervorzuheben hier die hervorragenden Fundamente und die harten Klauen. Braunvieh steht für gesunde Euter mit guter Melkbarkeit. Und die Milchqualität ist hervorragend. Wir halten 160 Braunviehkühe in unserer Herde aufgrund ihrer super Leistung, besonders in Eiweiß, wo wir in der Molkerei um 2 Cent mehr Milchgeld erlösen. Wir haben schon 23 Kühe mit über 100.000 Liter Lebensleistung und 36.000 Liter Lebensdurchschnittsleistung in unserer Top-Herde. Die hohen Eiweißgehalte und die vorzügliche Eiweißqualität der Braunviehmilch macht auch die Käseausbeute überdurchschnittlich. Zusätzlich zur Milchqualität und Lebensleistung schätzen die Züchter am Braunvieh die Klauengesundheit. Die harten Klauen und guten Fesseln sind ideal für die Weidehaltung und die Haltung im Laufstall. Braunviehkühe kalben leicht und problemlos. Ein weiterer Grund für den Einsatz dieser Rinderrasse. Die Vorteile von Braunvieh seien, dass sie leichtkalbig sein, man braucht selten fremde Hilfe. Und die Kälber sind gut mastfähig und haben ein feines, zartes, marmoriertes Fleisch. Das Braunvieh passt sich allen Produktionsbedingungen an. Es wird sowohl bei arktischen Temperaturen wie in Russland als auch bei extremer Hitze wie auf der südlichen Halbkugel erfolgreich eingesetzt. Züchter und Interessensvertretung arbeiten intensiv daran, diese positiven Eigenschaften weiterzuentwickeln. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Braunvieh aus Österreich ist leistungsfähig, problemlos und langlebig. Die beste Voraussetzung für eine wirtschaftliche Rinderproduktion.